Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Project Hospital. Ja, und wir haben aufgehört mit Hans Reichstein und diversen anderen Menschen, die hier rechts alle in der Liste sind, in der letzten Folge, und hatten einen weiteren Todesfall zu beklagen. Und es ist einfach nur furchtbar. Noch ein Toter. Und wir haben noch nicht mal hier eine Gerichtsmedizin, hätte ich fast gesagt, die Obduktionsstelle. Na gut, so ist es aber. Es ist leider so, der ist gestorben und wir wissen auch nicht, woran und wieso. So, und er hier könnte Laktoseintoleranz haben, hat Diarrhoe, Erbrechen, Übelkeit und Flatulenzen. Also, körperliche Untersuchung, damit geht's los. Und dann gucken wir mal, ob da noch mehr rauskommt. So, Dennis Jäger, bei dem warten wir jetzt noch auf das Blutbild, würde ich meinen. Maßnahme abgeschlossen. Dann gucken wir hier mal rein. So, der hat auch Ähnliches, also körperliche Untersuchung. Auch damit fangen wir an. Und warum machen wir das? Weil wir hier links im Feld immer noch 7 Patienten selber behandeln müssen. Und es macht ja auch ein bisschen Spaß, ne? Die Menschen hier selber zu behandeln und zu gucken, was sie denn alles brauchen. Wartezimmer ist relativ voll. Und wir haben natürlich jetzt unsere Intensive Care Station. Das ist dieses wunderschöne Konstrukt hier und wir haben da auch gleich schon ein bisschen Platz gelassen, um das Ganze zu erweitern und weitere Bettenkapazitäten hier reinzubringen. Das heißt, das hier wird die Intensive Care Station in jedem Fall werden. Zusätzlich möchte ich natürlich auch hier einen weiteren Flügel aufbauen, der in diese Richtung dann so geht. Und wo wir dann noch mehr Patienten letztendlich behandeln können oder auf Station holen können. Das ist eigentlich das richtige Wort dafür. Oder alternativ kann man hier natürlich auch nochmal so einen dicken Klopper draus machen. Man erweitert das Ganze um hier nochmal ein paar Felder, zieht die ganzen Dinger hier rüber und baut in die Mitte einfach nochmal ein paar von den Dingern rein. Ja, wäre eine andere Option. So, also gucken wir mal. Martin Torres kann nach Hause. Auf geht's. Herr Reichenstein, ja, Laktoseintoleranz, bleiben wir mal dabei, Nahrungsmittelumstellung, auf geht's. Ja, und das Wartezimmer ist voll. Und das ist schon mal eine herausragende Geschichte. So, körperliche Untersuchung haben wir schon gemacht. Wir haben immer noch Schüttelfrost, wir haben Erbrechen, Magen, Diarrhoe, Kopfschmerzen. Ja, okay. Wir können mal neurologische Tests machen. Ja, wobei das läuft eigentlich woanders. Ne, es läuft eigentlich alles auf eine ansteckende Krankheit oder was anderes hinaus. Also, was ist denn die Legionärskrankheit? Bakterium. Ja, machen wir doch eine mikrobielle Probe, möchte ich behaupten. Wenn ich nicht schon wieder drüber gesprungen bin. Ja. Mit dem machen wir eine mikrobielle Probe. So, Herr Wagner wartet auch noch auf irgendwas. Ja, ist jetzt nichts Bedrohliches bei ihm, aber wir wissen halt noch nicht, was es ist, ne? Und bald sind wir natürlich auch durch mit verschiedenen Dingen. Wer behandelt den denn? Warum passiert da nichts? Dennis Jäger. Okay, sitzt also hier vorne wieder. Ja, mykologische ist es auch nicht. Das ist ja eher das Pilzen, ne? Und das ist ja hier alles eher ein bisschen was anderes. Bauchspeicheldrüse wird es auch nichts sein. Ja, Urinprobe können wir nochmal machen. Haben wir denn schon die Ohrenuntersuchung gemacht? Ja, haben wir schon gemacht. Also bei ihm ist echt viel möglich, ne? Ja, dann machen wir die Differentialdiagnose einfach nochmal.
So. Uwe wartet auch noch auf den Bluttest. Dann haben wir David, der ist auf dem Töpfchen. Wartet auch auf seinen Bluttest. Abtun, das abtasten. Gut, der wird behandelt. Ach, der liegt sogar schon auf der Intensiv. Sehr ordentlich. Unser erster Patient auf der Intensivstation. Ja, und da wird er weiter bearbeitet. Läuft. Gut, einen Patienten abgearbeitet. So. Gehen wir mal weiter gucken. So, der kriegt hier den ganzen Spaß. Dann kriegt er das hier noch. Rückenschmerzen hat er. Ja, ist leider nichts zum Operieren. Wir können aber trotzdem mal die körperliche Untersuchung einfach mal machen. Wo ist er denn, der Christian Schulz? Ach, der sitzt auch da vorne. Okay. Ich bleibe vielleicht mal in dieser Perspektive. Ist mal was anderes. Zurück zu Carsten Jäger. Ne, der ist neu. Fingerfraktur oder Handprellung. Dann machen wir die körperliche Untersuchung als allererstes. Oh, ich rast aus hier. Alle 2 Sekunden passiert was. Wurde abgeschlossen, zuletzt mikrowelle Probe. Kannst du mal eine weitere Behandlung anordnen, wo du ihn nach Hause schickst. Oder würde ich sagen, kriegt er jetzt all das, was er braucht und dann schicken wir ihn nach Hause. Also er hat eine Laktoseintoleranz, wie ja super viele Menschen auf dieser Erde. Und ja, da kann man ja mit Nahrungsmittelumstellung durchaus was tun. Also läuft schon mal. So, wartet der jetzt auf? Ne, der wartet auch immer noch auf irgendwas. Ja, David, den haben wir doch auch irgendwo hingeschickt. Der wartet auch. Haben wir hier zu wenig... Ich glaube, wir haben hier zu wenig Menschen für die Labore. Ja. Gut, also... Der Herr Meier darf nach Hause. Der darf nicht nach Hause. Kriegt jetzt die Infusion. Ich hoffe, dass der Zustand sich verbessert. So, dann gehen wir mal nach oben und gucken mal hier in Richtung unserer OP-Säle. Chirurgie. Und jetzt kann man doch hier auch irgendwo gucken, ob hier mal irgendwo was geplant ist. In der Neurologie ist auch nichts geplant. Ja, da kann man nichts planen. Innere plant auch nichts. Nö, keine OPs geplant. So, aber diese Perspektive, die bin ich gewohnt. Da bleibe ich jetzt. So, Harald. Sehr in Ordnung. Wir wissen also schon, was es ist. Das ist der blöde Fisch, Diarrhoe, Schwindel, Befragung, Juckreiz. Da können wir noch den, ja, machen wir die körperliche Untersuchung. Diarrhoe, ja. Harald Einstein. Frau Doktor, mich juckt's da. Ja, wo denn? Am Arm. Ah, okay. Dann machen wir mal einen Pricktest. Aber wir wissen ja schon, was es ist. Dementsprechend kriegt er gleich das ganze Zeug hier. Und dann müssen wir ihn natürlich noch verschieben. Und zwar Richtung innere Medizin. Was wir auch gleich machen. Falsche Diagnose. Gut, also. Pneumokokken-Meningitis hat er nicht. Dafür hat er dann wohl das hier.
So, und den nehmen wir auch auf die Überwachungsstation. Stationäre Aufnahme. So. Dann Jan Brandt. Ne? Also wir nähern uns aber langsam hier der 30er-Marke. So. Körperliche Untersuchung. Abhören. Erfahrung gesammelt. Ist auch gut. Moment. Können wir da was machen? Master of Science. Biochemie. Fortgeschrittene Biochemie. Ja, ist doch super. Neurologieassistenten. Was macht sie denn? Achso, sie ist im Labor. Ja, nee, dann Frau Altsleben, machst du mal genauso weiter. So, wir waren hier irgendwo hängen geblieben. Einer nach dem anderen. Appetitverlust, gut. Körperliche Untersuchung. Fangen wir damit mal an. Abtasten des Halses als nächstes. Abhören wird gerade durchgeführt, dann Abklopfen des Tores können wir nochmal machen. Ja, wird aufgenommen. Und kriegt alles, was er braucht. So, der kriegt jetzt das noch. Und zwar mit der stationären Aufnahme. Windpocken, Junge, du machst Sachen. Das in dem Alter. Ja, ihm geht's gar nicht gut. Wobei wir ihm ja schon ein bisschen was jetzt mitgegeben haben, ne? So, was können wir denn mit dir noch machen? Bluttest, Blutabnahme. Ja. Machen wir mal eine Differentialdiagnose. Das hier ist ja alles Chirurgie, ne? Oder können wir das auch so? Ja, machen wir mal so. Und zur Not gibt es noch das hinterher. So. Also, warten auf Spieler. Wir wissen also leider nicht genau, was er hat. Was haben wir gemacht? Abgehört haben wir. Atemprobleme, Unwohlsein, grippaler Infekt. Wir können dann also nochmal Abtasten des Halses machen. Boah, da schauen wir uns mal rein. Dann gucken wir, was da rauskommt und ob da was rauskommt. Ja, schon witzig. So, schauen wir nochmal in die Statistik. Ich bin ja aufgefordert worden, häufiger in die Statistik zu gucken. Tote Patienten 2. So ein Mist. Na gut, durch die ganzen Ausgaben hier, Bauten und so, ja, wie es halt, wie es ist. So, also, kaufe 2 Rettungswagen, kaufe 3, kaufe 1 Rettungswagen. Damit könnten wir eigentlich schon mal anfangen, ne? Müssen wir mal gucken, was der Rettungswagen kostete. Ich habe das schon wieder vergessen. Ach genau, der war bei den Wänden und der Rettungswagen kostet 35.000. Oh, guck, wir haben sogar wieder ein bisschen Geld verdient. So, jetzt habe ich hier Marco Schimanski habe ich aus Versehen weggeklickt. Wo liegt er denn? Da vorne.
Ja gut, um den wird sich jetzt erstmal gekümmert. Kommt ja das jetzt hier alles? Antibiotika e.V. So. Und Aufnahme. Traumazentrum. Entlüchter Raum. Traumazentrum. Ist das hier das Traumazentrum? Jetzt muss ich nochmal gucken. Traumazentrum. Ja, das passt doch sehr gut. Aufnahme Traumazentrum. Alle, alle. So, was wollte ich machen? Irgendwer anders war doch hier gerade. Ach so, er hier. Windpocken. Ja, kriegt er jetzt alles? Eingewiesen, geht zu Bett. Haben wir den aufgenommen? Wieso haben wir den denn aufgenommen? Und wieso geht er ins Traumazentrum? Das macht ja keinen Sinn. Ah, endlich wissen wir es. Ein Grippada-Infekt. Ruhe gibt es noch dazu. David Wolf, gucken wir mal hin. Da haben wir jetzt auch schon echt viel gemacht bei ihm, ne? Differentialdiagnose. Blutabnahme, großes Blutbild. Der rastet irgendwann aus, der Junge, wenn er jetzt nochmal Blut abgeben muss. Ja, komm, wir schicken ihn jetzt einfach mal zur. Nö, wir machen jetzt die Differentialdiagnose. Meine Herren. So, er liegt immer noch hier rum. Alle anderen Betten sind noch frei. Obstipation. So, das hier wird alles noch gemacht bei ihm, ne? Wenn ich das richtig sehe. Verstopfung. Ha! Sehr ordentlich, die Darmfistel. Ist das eine OP? Jawohl! Leute, es ist soweit. Jung, auf geht's. Ab in die Chirurgie. So, dann machen wir hier die stationäre Aufnahme. Und dann gibt es noch diese wunderschöne abdominale OP. Saubere Geschichte. Endlich ist es soweit. Ich freue mich drauf. Die Chirurgie kriegt was zu tun. Und unsere OPs werden ausgelastet. So, bei 28 von 30 sind wir. Laktoseintoleranz ist gut für mich. Ist auch alles diagnostiziert worden. Also alles gut. Hier habe ich auch wieder keinen Reinigungsraum, ne? So, kann nach Hause. Bon voyage. Achso, ja, er geht jetzt erstmal direkt auf Station, glaube ich, ne? Oder was hat er vor? Doch. Station zu Frau. Na, hallo? Zu Frau Berger. Eingewiesen hat Freizeit und sie hat Ureterstein. Stoßwellenhytypusie. Okay. Müsste also noch erfolgen. Maßnahme abgeschlossen. Ermüdung. Fangen wir doch einfach mal an mit. Befragung haben wir durchgeführt. Körperliche Untersuchung. Ja. Und dann bin ich echt gespannt. Renate Hansen kann nach Hause. So, er. Irgendwer wird jetzt abgeholt. Wahrscheinlich er. Jawohl. Da gibt es gleich direkt den OP-Kittel an. Und jetzt bin ich doch mal gespannt. Wieder direkt zum Vorbereitungsraum gefahren. Da bereiten sich wir hier vor. Guck mal. Ja. Aha. Salmonellose.
Ist in Ordnung. Innere Medizin, da schicken wir ihn hin. Bon voyage. Meine Herren, ist denn jetzt mit euch? Wir kommen der OP näher, ihr seht das. Kann auch echt noch viel sein. Ja, machen wir mal neurologische Tests. Hepatitis könnte es sein. Könnte relativ viel sein. Blutdruckmessung machen wir auch noch mal. CRP-Test, ja. So, und jetzt gucken wir mal. Da wird er doch direkt vorbereitet. Rein in den OP-Saal, rauf auf den Tisch. Da liegt er. So, kommen wir näher ran? Nein, wir kommen nicht näher ran. Aber unsere Ärzte sind dabei. Also, wir haben hier Sarah Peach und hier haben wir Jan Müller. So, da hinten kommt noch wer. Waschi, waschi. Sie ist Oberarzt. Alter, kommen da viele. Guck dir das mal an. Ja, Wahnsinn. Habe ich ja noch nie gesehen hier, so eine OP. Die eine, die schon mal hier in dem stattgefunden hat, die habe ich ja verpasst. Guck dir das an. Anästhesie wahrscheinlich. Und jetzt geht's gleich los. Knipper, knipper. Och, Mann. Ja, es kann alles sein. Es kann wirklich alles sein. Da gucken wir nochmal rein. EKG. Das ist wieder einer, der echt lange dauert. So, dann machen wir hier letztendlich jetzt großes Blutbild, weil es wirklich alles sein kann. Und die mikrobielle Probe. Und da muss er jetzt ein bisschen warten. So, und wir sind jetzt hier bei ihm. Skalpell. Oh, können wir da was sehen? Nee. Ah! Da ist schön offen. Und es wird dran rumgewerkelt. Oh Mann, chronisches Erschöpfungssyndrom. Ja, gut, können wir hier noch irgendwas machen? Befragung. Schwäche. Nachtschweiß. Nein. Okay. Kriegt das alles. Weiter geht's. Plus, minus. Okay. Ja. Wie viel Spreizer haben wir da drin? Ja, und Tupper. Ach, 5 plus, minus. Mal gucken. Werden schon alle raus sein. Stehst im Bild, mein Freund. Da, jetzt sehen wir wieder was. Zack, zugemacht. Die Crew geht. Er guckt irgendwas an. Ja, was passiert jetzt? Jetzt waschen sich wieder alle. Achso, sie darf nach Hause. Bon voyage. So, alle 100 plus Erfahrung gesammelt. Frau Göbel. Gewichtsverlust, körperliche Untersuchung. Das machen wir mal. So. Aber wir wissen schon, dass sie Diabetes hat. So, das war der kurze Check. Daumen nach oben, alles gut. Hier liegt ein bisschen Blut rum. Und jetzt gehen alle von dann und irgendwann wird hier irgendwer ankommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Temperaturmessung können wir gleich noch machen. Ja, stationäre Aufnahme. Jetzt können wir ihn natürlich auf die Überwachungsstation schieben. Weil ich gar nicht weiß, wo ich die hier habe. Gucken wir einfach mal. So. Körperliche Untersuchung. Wie wär's denn damit? Ja. Frau Göbel. Reizbarkeit.
Ja, vielleicht hat sie zu wenig Schokolade bekommen. Das kann natürlich auch sein. Ja, und dann gibt es Diabetes 690. Ach, das hier ist die Überwachungsstation. Kann das sein? Egal. So, Athletenfuß hat sie. Also, gibt den Spaß. Und dann gibt es auch gleich das grüne Häuschen zum Entlassen. So, er wird abgeholt. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe echt große Pläne mit diesem Krankenhaus. Echt große Pläne. Okay, wo muss sie hin? Zur Inneren noch einmal vorbeischauen. Ist mir auch recht. Tut nichts, tut nichts, tut nichts. Jan Müller, das sind doch alles hier. Ja, das sind doch alles. Das sind doch keine Patienten. Und nach Hause. So, und der Wolf, der ruht sich jetzt hier erstmal aus von seiner OP. Hat er gehabt. Ist blau, ist durch. Genauso wie, oh, Walter Ibrahim. Genauso wie die junge Dame hier, Claudia Berger. Die hatte nämlich ihre Stoßwellenlithotripsie auch schon. Jo, gucken wir mal, was denn Herr Ibrahim hat. Herzversagen in jedem Fall. Was schon mal nicht so gut ist. Alina Hofer. Ja, okay, da machen wir gleich mal Abtasten des Halses. Genau, Inspektion der Mundhöhle. Genau, dann machen wir noch die körperliche Untersuchung. Und gucken dann, was passiert. Da laufen gleich zwei. Herzdruckmassage. Ja, läuft noch ganz gut. Ich würde sagen, der kommt jetzt hier hin. Sind jetzt natürlich gerade weitere Wege. Hängt aber damit zusammen, dass ich das hier noch umbaue. Ne? Ja, um Walter haben wir uns gerade gekümmert. Claudia Berger, die liegt da oben einfach nur rum. Und Alina Hofer wird hier vorne gerade untersucht. So, körperliche Untersuchung kommt jetzt noch. So, und dann machen wir gerade noch eine Laryngoskopie als nächstes. Okay, CT hat sie gehabt. Eine Asbestose. Innere Medizin. Na, von mir aus. Das gibt es jetzt erstmal alles. Und dann schicken wir dich noch zur Inneren rüber. Und dann kann hier das alles stattfinden. Und ich würde vermuten, ja, dann machen wir die stationäre Aufnahme. Ja, läuft doch eigentlich ganz gut an. Und siehe da, 58.950 Dollar haben wir bekommen. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt kaufen wir uns endlich unseren neuen Krankenwagen. Oder überhaupt erstmal einen Krankenwagen. Können auch Schulden zurückzahlen, aber hey, Krankenwagen, das wollte ich auch schon immer haben. Hier, zack, Krankenwagen. Wie sieht er denn hier in Blau aus? Achso, da hat er einfach nur blaue Streifen. Nee, das machen wir nicht. So, das machen wir. Perfekt. Krankenwagen Nummer 1 ist unser. Gucken wir nochmal rein bei den Versicherungen. Da hat sich nämlich wieder was getan. 4 von 4 Firmen unter Vertrag. So, führe eine Operation durch. Da gibt es dann einen Zuschuss von 50.000. Also für die nächste OP kriegen wir 50.000 dazu. Na, und der
Michael Hufnagel hat es gesagt, diese ganzen Dinger hier, die bringen uns halt einfach auch echt mal Geld, ne? Mit 50.000 können wir schon den zweiten Krankenwagen kaufen. Dann haben wir hier die Ambulanzpatienten 3 erhöht. Und so weiter und so weiter. Behandle Patienten von Ärzten unter deiner Kontrolle. Assistenz hat uns auch 2 von 40. Ach, deswegen haben wir jetzt gerade auch das Geld wahrscheinlich bekommen, ne? Naja. Also, wenn unser Krankenwagen das erste Mal ausrückt, werden wir das bestimmt mitbekommen. Und ja, darauf warten wir. Und das sehen wir auch in der nächsten Folge, denke ich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Auch wie immer gerne eure Kommentare. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann drückt auch gerne auf den Knopf. Macht die Glocke an und dann kriegt ihr immer mit, wenn ein neues Video hier hochgeladen wird. Ja, bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.